bringt das Team aus. Sarah Grace, Eva Kulaschki und Orsi. Hallo und herzlich willkommen zur vorerst letzten Folge von Momentum, der Serie von Project Nova. Ich bin Victor Redman, mit mir am Ring Virgil Defour und wie wir es gewohnt sind, geht's hier gleich los mit Action und diesmal gleich 3 gegen 3. Ja, es ist die letzte Folge von Momentum, das heißt aber nicht, dass es das letzte Lebenszeichen von Project Nova ist, denn wir sind nächste Woche in der Weißen Rose zu Nova 3 Tickets. ProjectNovaWrestling.de, falls wir noch welche haben. Ab 8 Euro, 10 Euro maximal, seid dabei! Das hier hat sich alles ein bisschen angebraut. Wer es nicht mitbekommen hat, Sarah Grace hat ein bisschen so getan, als hätte sie eine Verletzung, hat ihre ungarischen Freundinnen mitgebracht, ist ein paar Herausforderungen aus dem Weg gegangen, hat dann eine Herausforderung angenommen und jetzt sehen wir hier das große 3 gegen 3. Das ist die erste Gegnerin und die hat offensichtlich ein Hühnchen mit Sarah zu rucken. Wer hat das hier nicht von den Frauen bei Nova? Und ihre Gegnerin, Kara, die Kriegerin. Aber sie ist selbstverständlich nicht alleine. Sie hat ja schon einen Sieg über Sarah Grace. Bei der allerersten Nova-Show an der Seite von Heartbeat Girl hat sie gegen Sarah Grace und Lady V gewonnen. Es hätte bei der ersten Folge das Singles-Match geben sollen, aber Sarah hat, wie gesagt, ja, Sarah hat sich offensichtlich gedacht, lieber mal nicht. Gegnerin Gaia Claire. Und sie hätte ja in einer anderen Folge gegen Sarah Grace antreten sollen. Da kam wieder die Verletzung ins Spiel. Oh, ich kann nicht antreten, aber hier ist eine Freundin von mir. Im ersten Match war es Eva Kulaschki, im zweiten Match war es Orsi und jetzt, ja, vielleicht bekommen sie ja doch Sarah Grace in die Finger, aber da gibt es noch eine dritte Person. Die, glaube ich, Sarah Grace gerade am allerwenigsten sehen und sie schon gar nicht im Ring treffen möchte. Und die letzte Gegnerin, La Katrina! Also sag mir mal bitte, wie diese drei Frauen zusammenpassen überhaupt erst, ne? Ich glaube, das ist, manchmal ist es, wenn du ein Feindbild hast, dann vereint dich das. Der Feind meines Feindes ist mein Freund und was wir hier schon gesehen haben bei Nova, ist, dass offensichtlich La Katrina es absolut abgesehen hat auf die Dazzling Diva. Und da hatte sie mit Kara und mit Gaia Glass auf jeden Fall was gemeinsam. Sag mal, dieser Schädel, sieht der für dich auch so ein bisschen so aus wie der Schädel von diesen Medizinstudenten? Siehst du so eine gewisse Ähnlichkeit? Könnte das der Kopf sein? Das könnte auch erklären, warum wir diesen Medizinstudenten, der hier Sarah Grace Verletzung gefaked hat, seitdem nicht mehr gesehen haben. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wer beginnt das Match? Und es ist scheinbar so, dass Gaia Glass wirklich jetzt Sarah Grace in die Finger bekommt. Wir hätten es fast gesehen hier beim Momentum. Wir haben stattdessen gesehen Gaia Glass gegen Orsi. Gaia hat das Match gewonnen. Und nee, es ist doch La Katrina. Ja, La Katrina lässt sich das nicht nehmen. Die will jetzt endlich auch mal. Aber Sarah Grace wechselt sich auch nicht an. Ach komm, ey. Ich hab's gesagt. Ich glaube, von all den Frauen, die da gerade am Ring stehen, ist La Katrina diejenige, vor der Sarah Grace einfach am meisten, ja nicht immer Respekt, sondern am meisten Angst hat. Kannst du es ihr verdenken? Und jetzt sehen wir, glaube ich, so ein bisschen das Rematch aus der Momentum-Folge. Gaia Glass gegen Orsi. Wir beginnen hier das Match. Beim letzten Mal konnte Gaia Glass sich überraschenderweise, obwohl sie sich natürlich gar nicht vorbereiten konnte, auf diese Ersatzgegnerin durchsetzen. Packt auch hier gleich wieder den Flickflack aus. Hat sich schon beim letzten Mal bewährt. Hip-Toss gegen Orsi. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist ein Arm-Drag, mein Freund. Ein Hip-Toss ist von vorne, ein Arm-Drag ist mehr so sein. Ich bin hier verantwortlich für die Emotionen, du bist verantwortlich für die Moves, okay? Ein Dropkick, das war ein Dropkick. Das habe ich gesehen, das hätte ich gewusst. Und ein Flickflack. Ich hoffe, das ist richtig. Wollte mit Ausschlag. Ratschlag kannst du es auch nennen. Flickflack klingt viel schöner. Das haben diese Frauen verdient. Kennst du Flickflack Felix eigentlich? Nee, ich kenne Flickflack Flu. Und jetzt gibt's, glaube ich, einen flinken Power Slam gegen Gaia Glass. Soll zumindest geben, aber da gibt's den Wechsel zu Kara. Und Kara so, no, I'm not having any of that. Nein. Dafür jetzt Eva gegen Kara. Haben wir in Folge 1 schon gesehen. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was wir in einer Woche bei Nova 3 für ein Match sehen.
Das gab jetzt erstmal das Knie ins Gesicht. Auch hier machen wir weiter, wo wir in Folge 1 von Momentum aufgehört haben. Kara konnte sich damals schon durchsetzen gegen Iva Kolaski. Sehr beeindruckend. Aber jetzt gibt's hier offensichtlich Klassenkeile. Jetzt gibt's auf die Fresse. 3 gegen 3. Nee, also der Ringrichter ist nicht überzeugt, aber werden die Damen sich davon nicht aufhalten lassen? Und die dreifache Clothesline, da liegen sie alle auf der Matte. Aber natürlich Kara legal im Ring, wer ist die andere? Iva Kolaski müsste noch legal sein. Also Max hat keinen Wechsel gesehen, dann ist alles in Ordnung. Da die der Split-Leg-Chinbreaker. Er möchte auf keinen Fall im Ring sein und wechselt hier mit ihrer ungarischen Kollegin Orsi. Ja, du sprichst es gerade an, wer Orsi und Iva Kolaski heute zum ersten Mal sieht. Beide von Icarus und Dover, von den Arrows of Hungary in der HCW Training School im Dojo ausgebildet worden. Und hier guckt er das an. Alle ganz clever ziehen die Kontrahentinnen hier vom Ringpfosten. Kara lässt sich ablenken und Orsi bearbeitet jetzt die Kriegerin in der Ringecke. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, du hast es gerade angesprochen, Virgil. Wie passen Kara, Gaia Glas und La Katrina zusammen? Es vereint sie nur das gemeinsame Feindbild, während Sarah Grace und die beiden Ungarinnen sowas wie Freundinnen sind, angeblich. Na, also was passiert halt, wenn du mal in ein anderes Land fährst, in eine andere Wrestling-Schule anguckst und dann lernst du vielleicht auch ein paar Gleichgesinnte kennen. Und hier sehen wir das Teamwork, die schmutzigen Tricks von drei Seiten jetzt gegen Kara. Ich meine, Oshi und Iva Kolaski waren in den letzten Wochen auch zum allerersten Mal in Berlin. Iva Kolaski haben wir natürlich in Deutschland schon gesehen, hat den WXW Women's Title gewinnen können in ihrer Karriere schon. Orsi noch nicht so viele Matches, noch nicht so viele Erfahrungen gesammelt, aber ich glaube, die beiden werden wir noch ganz, ganz viel in Wrestling Deutschland sehen. Ja, und so wie sie sich hier machen, sicherlich auch das ein oder andere Mal wieder im Nova-Ring. Jetzt möchte sich da aber gerne Sarah Grace beweisen. Hämmert hier Kara in die Ringecke. Kann man mal so machen, noch ein zweites Mal hinterher. Und hast du diese Cleverness auch gerade gesehen, wie sie so getan hat, als hätte sie was am Fingerlage, den eingerissen, hat den Ringrichter abgenommen. Wieder diese Cleverness von Sarah Grace. Die weiß jeden dreckigen Trick. Ich weiß nicht, von wem sie den gelernt hat. Ja? Ich meine, wir haben schon viele Wrestlerinnen in Deutschland gesehen, die eine großartige Karriere hatten. Blue Nikita, Jessie Garber, Wesner, Melanie Gray, für mich die vier Stützpfeiler des Women's Wrestling in den letzten Jahren. Sarah Grace will das auch werden. Und dafür muss sie aber langsam auch mal ein paar wichtige Siege einfahren. Vor allem muss ich das Ganze mal ein bisschen ernster nehmen. Wir haben gerade wieder das schon von dir so oft kritisierte lasche Cover gesehen. Einmal schön drüber gelegt, muss ja reichen. Aber das reicht eben nicht für eine Kriegerin. Das reicht nicht gegen Kara, egal wie angeschlagen die schon ist. Jetzt zeigt sie gerade, dass sie immer noch bereit ist zu kämpfen. Der Krieg ist noch nicht verloren. Da geht's wieder in die Ringecke. Mit Gewalt. Das war einfach nur mit Gewalt. Und jetzt ist Kara wieder in der gegnerischen Ecke. Das ist natürlich eine Position, wo du in so einem 3 gegen 3 auf gar keinen Fall landen willst. Das spielt Sarah Grace sehr in die Karten, aber kassiert den Stiefel der Kriegerin und die teilt jetzt richtig aus. Kann sie es in ihre eigene Ecke schaffen? Und Sarah Grace muss jetzt überlegen, da der Wechsel mit Iva Kolaski und La Katrina ist im Ring. La Katrina ist zurück. Haut hier erstmal Iva Kolaski um. Schönes Ding. Orsi gleich hinterher mit dem Spear. Und jetzt traut sich Sarah Grace doch mal rein. Clothesline. Umgenietet. Nochmal. Aller guten Dinge sind 3. Mit besten Grüßen vom Dia de los Atos. Und jetzt wartet sie. La Katrina ist heiß. Die will Sarah. Und Spear in die Ringecke. Das tat weh. Da wird die Luft richtig aus dem Bauch heraus, durch die Lungen rausgepresst. Und jetzt setzt sie auch noch nach mit Schlägen. Macht hier vollkommen ernst. Der Sarah gefällt es überhaupt nicht. Wir hören das. Aber da kommt Iva Kolaski, um das Cover zu unterbrechen. Das hätte sonst gewesen sein können. Ja, aber natürlich, wenn du 3 gegen 3 hast, bricht immer ein bisschen Chaos aus. Da holst du schon den erfahrensten Ringrichter rein. Aber der Roundhouse-Kick von Iva Kolaski, da ist Gaia Glas, schnappt sich Iva. Paige Turner und auf die Matte von der ersten israelischen Profi-Wrestlerin. Aber da kommt Orsi und macht die Party zunichte. Kara mit dem Big Boot und jetzt Kara gegen Sarah Grace. Die Form-Smashes von Kara, nein, von Sarah und der Spinebuster hinterher. La Katrina weg, Sarah Grace, aber die hat
Dings. Guck dir das an. Ja, nachvollziehbar. Entschuldige mal. Ja, die Fans können rufen, so wie sie möchten. Es müsste mal jemand... Wer ist überhaupt zu pinnen jetzt? Und jetzt... Was passiert denn jetzt? Gibt es hier... Ja, die Mädels kuscheln jetzt, die mehr Kraft sammeln und dann... Ja, vielleicht einen neuen Schlachtplan oder... Ja, Sarah sieht so aus, als wenn sie hier abwinkt. Die sagt, ja, nee, danke, war schön. Wie? Nein! Ist nicht ernsthaft, oder? Jetzt haust du schon wieder ab, oder was? Ist das wirklich... Ist das der Kampfeswillen, den du als Queen in Anführungszeichen von Nova hier zeigen willst? Ehrlich, lassen sie sich jetzt hier zu dritt einfach auszählen, oder was? Das ist die Ringglocke. Das gibt's doch einfach. Wir haben die Ringglocke gehört. Das Match ist offiziell entschieden. Also ich kann dir was sagen, Victor. Das letzte Wort ist hier definitiv noch nicht gesprochen. Ja, wollen wir es hoffen. Und ich kann dir sagen, ich weiß nicht wie, aber nächste Woche bei Nova 3 in der Weißen Rose werden wir das nächste Kapitel erleben. Gewinnerin dieses Matches via Countout, Gaia Glass, Kara.